Hallo zusammen, heute aus der Werkstatt und warum Doppelkompressor-Kühlschränke und Kühlschränke mit zwei Temperaturen. Wir gehen hier, das ist ein Kühlschrank, ein Standard-Kühlschrank mit zwei Temperaturen. Hier habe ich zwei Temperatursonden drin und hier sehe ich diese zwei Temperatursonden. Ihr seht, auch hier drin habe ich kurz mal aufgemacht. Da steigt natürlich die Kühlschranktemperatur sofort an. Und wir haben hier 4 bis 8 Grad, sägt der Kühlschrank hin und her. Und der Tiefkühler hat zwischen 0 und minus 5 Grad. Hier ist 4 Grad der Strich, also minus 4 Grad im Schnitt. Wenn ich jetzt hier die Temperatur im Kühlschrank anheben würde, geht der Kühlschrank auch hoch, oder der Tiefkühler auch hoch, weil das ist ein sogenannter Mitläufer. Und dann habe ich eigentlich im Tiefkühlfach 0 Grad. Ihr seht, wie das aussieht. Hier habe ich den Tiefkühler, den Kühlschrank. Ja, und hier oben die Einstellung. Das ist ein Kühlschrank, der hat eine Kühlmaschine drin. Der hat einen Thermostaten drin. Das heißt, wenn ich einen Thermostat habe, steuere ich damit den Kühlschrank. Ich kann damit nur den Kompressor starten oder nicht starten. Aus diesem Grund habt ihr vorher den Sägezahn gesehen. Wenn er hoch geht, kühlt er nicht, läuft er nicht. Und wenn er runter geht, kühlt er. Und das wird vom Thermostaten im Kühlschrank geregelt. Will ich zwei separate geregelte Temperaturen, das sage ich schon seit 30 Jahren, zwei Kompressoren. Im Haushaltssektor gibt es die Kühlschränke mit zwei Kompressoren. Und da habe ich ja relativ eine konstante Temperatur. Das heißt, in einer Wohnung drin oder in einer Küche drin, da habe ich ja in der Regel so um die 20 Grad, 25 Grad. Aber meistens habe ich nicht viel mehr und nicht viel weniger. Im Camperbereich, im Bootsbereich ändert das natürlich extrem. Da geht es auch mal hoch auf 40 Grad in ein Wohnmobil drin. Und dieser Tiefkühler, der hier drin ist, das ist nur ein Mitläufer. Das heißt, das Kältemittel wird hier in den Tiefkühler gespritzt und dann kühlt es. Dieser Kühlschrank hier ist ein Chinese, kaufen wir ein, wir kontrollieren die hier und dieser hat jetzt zu viel Kältemittel drin. Das hat aber nicht unbedingt mit dem Chinesen was zu tun. Wir haben auch teilweise Haushaltsgeräte, die Symptome haben. Oder andere Lieferanten, die einfach hier zu viel Kältemittel füllen. Zweitens kommen wir mit den neuen Kältemitteln, also das R600A, was jetzt hier drin ist. Früher hatte so ein Kühlschrank zwischen 80 und 90 Gramm und heute reden wir um die 20 Gramm. Hier ist zu viel Kältemittel drin und das Kältemittel muss man jetzt rauslassen. Wir sehen hier hinten den Kompressor, das ist ein Seco BD50K. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann, R600A, das ist das Kältemittel Isobutan. Das ist das, was aktuell erlaubt ist oder in Zukunft erlaubt ist. Ab nächstes Jahr gibt es da wieder massive Einschränkungen. In Haushaltsgeräten ist das seit 2015 vorgeschrieben. Hier ist das Füllventil, der Füllanschluss, für das Kältemittel. Hier wird das Kältemittel gefüllt, also in der Produktion wird das vakuumiert, dann befüllt, das Rohr hier zugepresst. Es gibt noch andere Methoden, dass man da einen Zapfen drauf macht. Und jetzt muss ich hier oder wir hier dieses Kühlsystem aufmachen, das heißt hier einstechen oder direkt solch ein Ventil hier auflöten
Dann kommt hier nach dem Löten solch ein Ventil rein hier. Und nachher der Deckel drüber. Jetzt gibt es wieder die Intelligenten, die sagen, ja, da muss dann ein Kupferdeckel drauf. Ja, stimmt schon, wenn man es richtig verwendet. Aber wir verwenden diese Anschlüsse seit 40 Jahren und haben eigentlich keine Undichtigkeit an diesen Anschlüssen. Wir sind jetzt in der Lage, hier solch ein Schraderventil einzusetzen und den Kühlschrank zu entleeren, weil das Teig ist brennbar. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das hier aufzuschneiden, neues Stück Kupferrohr einzulöten, dieses Ventil hier aufzulöten, das ganze System zu vakuumieren und dann neu zu befüllen mit der richtigen Kühlmittelmenge. Also hier ein bisschen rauslassen, das ist nicht möglich. Ich habe hier ein Feuerzeug, so ein Sturmfeuerzeug. Ich habe hier eine Kapillarrohrschere. Und wenn man jetzt hier aufmacht, und dann brennt es hier gewaltig. Ihr seht, wie es warm wird. Also das brennbare Kältemittel hier, das ist toll. Jeder Kältemonteur hat dafür Schiss. Also, und jetzt kommt das zu. Jetzt kaufe ich als Campershop irgendwo solch ein Kühlschrank und verkauft das dem Endkunden und der Endkunde sagt, der Tiefkühler funktioniert nicht, der geht nicht, der geht jetzt bei dem Gerät auf 0 Grad. Wenn er dann ein bisschen höher stellt im Kühlschrank, ja, 0 Grad, also kein Tiefgefrieren von minus 18 Grad möglich. Was macht dieser Campershop oder Caravan-Zubehörhandel und so weiter, der hier nicht rein kann? Schmeißt er den Kühlschrank weg? Schickt er den zurück nach China? Jetzt hier zum Beispiel. Oder was macht der? Keine Ahnung. Also ein Kühlschrank kostet auch mehrere hundert Euro im Einstand. Muss noch was verdienen, dann sind wir bei über 1000 Euro so ein Kühlschrank. Wie kriege ich jetzt in einem solchen Kühlschrank eine saubere Temperatur hin? Da sage ich seit Jahren, nehmt einen Kühlschrank ohne Eisfach. Ich habe jetzt zum Beispiel hier so ein Kühlschrank ohne Eisfach, da ist noch ein Thermometer drin, und dieser hat kein Eisfach drin. Durch das habe ich nur eine Temperatur zum Steuern. Entweder über mechanischen Thermostaten oder hier sitzt jetzt ein Digitalthermostat drauf und dann sehe ich hier oben die Temperatur. Jetzt steigt natürlich die Temperatur, weil die Türe offen ist. Und dann nehme ich den gleichen Schrank hier, der hat jetzt eine Temperatur hier von minus 27 Grad, nur als Tiefkühler. Wenn ich jetzt Tiefkühlware brauche, die kann ich übereinander setzen, unten den Tiefkühler, oben den Kühlschrank. Und hier haben die Kühlschränke jetzt 6 Meter Leitung dran, 5 Meter Leitung, 6 Meter Leitung und ein externes Kühlaggregat mit Kupplungen. So habe ich 110 Liter Tiefkühlschrank, den ich auch als Kühlschrank nutzen könnte. Und ein Kühlschrank mit einem Volumen von 133 Liter Inhalt. Oder ich habe diesen Kühlschrank ohne Tiefkühler. Und dann nehme ich mir eine Tiefkühlbox. Hier habe ich eine Kühlbox, die geht nur bis minus 22 Grad. Hier
Hier daneben habe ich die gleiche, die ist aber halb so dick isoliert und da ist die Gefahr, dass sie anfängt zu schwitzen. Aber solch eine Kühlbox, wir bekaufen sie nur als Kühlbox bis minus 22 Grad. Und diese Kühlbox stelle ich in den Kofferraum, in die Heckgarage oder sonst irgendwo hin, weil an den Tiefkühler gehe ich ja nicht, wenn überhaupt, einmal täglich dran. Wir sagen, das ist eine Kühlbox. Das ist die gleiche Truhe, das ist dann die größere, als Tiefkühlbox. Bei der ich euch vorher gezeigt habe, die hat nur etwa 500 Gramm Gefrierleistung pro Tag und hier kämpfen wir mit bis zu 7 Kilo, weil sie hat einen dreimal stärkeren Kompressor drin und die geht auch bei plus 50 Grad außen immer noch auf minus 20 Grad. Sie zieht zwar dann Strom, aber das ist ein anderes Thema. Und das hier ist auch solch eine Truhe. Die hat einen Deckel hier, den nehme ich drauf. Die sieht dann so aus, die hat nur noch 9 Liter Volumen. Läuft auch auf 12 Volt, aber macht minus 70 Grad. Man kann Sachen bei minus 70 Grad transportieren, wir erinnern an die Krönungszeiten. Ich habe diesen Kühlschrank hier, oben Tiefkühler und unten wieder ein Kühlschrank ohne Eisfach. Und das ist ein Kühlschrank mit zwei Kompressoren. Wir haben hier unten den Kühlschrank Thermostaten mit zwei Thermostaten für den Kühlschrank. Und der andere, schauen wir auf der Rückseite. Hier sitzt der zweite Thermostat für den Tiefkühler. Und wir haben hier an diesem Schrank zwei Kühlmaschinen oder zwei Kompressoren. Eigentlich sind das zwei separat getrennte Systeme, obwohl wir haben oben den Tiefkühler, unten den Kühlschrank und das ist hier nur zusammengeschraubt. Das heißt, ich habe hier zwei separate Geräte. Ihr könnt auch bei uns das Gerät mit einer externen Kühlmaschine haben und das Gerät dann noch mehr Volumen, wie ich euch vorher gezeigt habe, auch mit der externen Kühlmaschine. Dann wären wir wieder in der Region hier, zwei Kühlmaschinen, zwei Thermostaten, hier jetzt digital, hier einer, hier einer. Hier haben wir eine BD100 Maschine drauf, nicht nur eine BD80. Da habe ich mal ein Video gemacht, wie das BD35, BD50 zustande kommt. Jetzt hier in der Werkstatt mit 5 und 6 Meter Kälteleitung. Und jetzt sind wir wieder zurück da bei meinem Kühlschrank. Das Kältemittel ist draußen, das brennt nur noch ein bisschen. Aber eben, abflammen ist das eine. Aber das ist ja biologisch abbaubar. Das Zeug hatte man schon Anfang des letzten Jahrhunderts, sagen wir Erster Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen ja dann die sogenannten Sicherheitskältemittel, 1928 entdeckt, zum Beispiel das R12 und das R134a. Diese ganze Baureihe an Fluorkohlenwasserstoffen und Fluorkohlenwasserstoffen hat man 1928 entdeckt. R12, ich war dabei.
war sehr stabil, chemisch stabil, massiv stabil, aber es war Chlor drin und das Chlor macht die Ozonschicht kaputt. Da hat man gesagt, man muss das Chlor verbannen und dann ein FKW, ein Fluorkohlenwasserstoff einbauen. Kohlenwasserstoff, beides brennbare Komponenten. Durch das Fluor war das nicht brennbar, aber es gibt dann andere Sorgen. Also diejenigen, die dann mir erzählen, sie sind jetzt froh, dass es das R134a nicht mehr gibt, die sollten ein bisschen Geschichte studieren. Das R12 wurde verboten, weil es die Ozonschicht kaputt macht. Da sage ich, wer hat das Ozonloch entdeckt und wer hat damit Geld verdient? Folge dem Weg des Geldes. Oder das Ozonloch auf der Nordkugel ist kleiner als das auf dem Südpol. Die meisten FCKWs sind ja raus in Nordamerika, Europa, Asien. Das liegt alles auf der Nordhälfte der Erdkugel. Es gibt praktisch keine Winde, die sich zwischen Nord- und Südhälfte austauschen. Warum ist jetzt das Ozonloch am Südpol, also Australien, Neuseeland, Argentinien, größer als das Ozonloch im Norden? Weil in Südargentinien, Feuerland heißt das da unten, da steht ein Vulkan, der tonnenweise Chlor in die Stratosphäre hochbläst. Und dadurch könnte das Ozonloch entstehen. Aber das sind jetzt Verschwörungstheorien, die Leute waren nicht auf dem Mond und 11. September ist so zusammengefallen und so weiter. Lassen wir es sein. Gehen wir zurück auf diesen Kühlschrank. Der hat jetzt eine Kühlmaschine und zwei Temperaturen. Aber nur ein Thermostat. Dieses Tiefkühlfach wird nicht geregelt. Also heißt, ich müsste eigentlich zwei Kompressoren machen. Wo setze ich die hin? Und zwei Thermostaten. Das ist nicht so groß, das könnte man unterkriegen. Das wäre eine Lösung hier. Zwei so Kompressoren. Kondensator oben dran, das hätte Platz. Und so hätte ich einen Kühlschrank mit der Slim-Version von 42 Breite mit zwei Kompressoren. Aber da gibt es einen kleinen Haken, das müsste man von Werk aus füllen. Ich muss ja dann nicht ein Kühlsystem drin haben, sondern zwei. Eins für den Kühlschrank und eins für den Tiefkühlbereich. Wenn ihr Interesse habt an solch einem Kühlschrank, der, also das Maß hier Standard in jedem besseren Van drin, schmal, hoch, mit zwei Kompressoren, schreibt es mir unten in die Kommentare, ob ich darüber ein Video machen soll, über diesen Kühlschrank, 42 breit, mit zwei Kompressoren. Technisch ist das kein Problem. Stückzahlen, Preis ist wieder ein anderes. Wir haben ja eigentlich dann zwei Kühlsysteme bzw. zwei Kühlschränke. Momentan gibt es verschiedene Hersteller. Ich sage mal Vitrifrigo mit seinem Slim 260, der hat zwei Kühlmaschinen drin. Den Kühlschrank, den ich euch hier vorgestellt habe, der hat zwei Kühlmaschinen drin. Der WCS, der Götz, der hat einen Kühlschrank gebaut, da ist wirklich alles dran, Umluft, Innenbeleuchtung, zwei Kühlmaschinen, BD80 Maschinen, relativ heftig. Hier haben wir nur den 50er, das ist der 50er, also da würden wir zwei reinmachen, aber er hat zwei 80er drin, also der hat Leistung bis zum geht nicht mehr. Hier haben wir auch nur den 35er drin und da drüben
Bei dem Tiefkühler ist der 100er drin. Es gibt noch stärkere Kompressoren, aber es hat irgendwann seine Grenzen, zu starke Kompressoren einzusetzen. Viele schreiben bei mir in den Kommentaren, ja, der Götz-Kühlschrank oder der WCS-Kühlschrank ist zu teuer. Nein, der ist zu günstig. Ich war ja ein bisschen bei der Entwicklung dabei. Götz hat mich immer wieder mal gefragt, irgendwas. Ich bin zum Beispiel schuld, dass er oben 5 Verdampfer hat und nicht nur 4. Habe ich irgendwo ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier unten. Fragt mich da unten in den Kommentaren, wie das ist. Oben verlinke ich euch den Kühlschrank hier hinten und ich wünsche euch einen schönen Tag.